Hallo liebe Naturfreunde, heute beschäftigen wir uns mit der Mahonie, einem Zierstrauch, der ursprünglich aus Nordamerika stammt. Die Pflanze gehört zur Familie der Berberitzengewächse und enthält in allen Pflanzenteilen giftige Alkaloide, besonders aber in der Rinde und in den Wurzeln. In den Früchten allerdings liegt der Anteil nur etwa bei 0,5%. Um die Früchte verarbeiten zu können, entfernen wir sorgfältig alle grünen Pflanzenteile, Stängel und Blätter. Die Verarbeitung ist vergleichbar mit der von Holunderbeeren. Die Früchte müssen abgekocht werden und die Kerne werden entfernt. Wir stellen heute daraus einen Saft und einen Sirup her. Der Saft ist sehr vitaminhaltig und der Geschmack erinnert an eine Mischung aus schwarzer Johannisbeere und Heidelbeere. Einige der Früchte haben am Strauch bereits begonnen zu trocknen. Diese werden beim Kochen wieder weich und geben ebenfalls noch Saft ab. Wusstet ihr, dass die Mahonie auf diese Weise nutzbar ist? Man findet die Pflanzen oft in Parks und öffentlichen Grünanlagen. Vor dem Kochvorgang waschen wir die Beeren noch kurz in kaltem Wasser ab. Dann geben wir die Beeren, hier etwa 1,2 Kilogramm, in einen Kochtopf und gießen ca. 2,5 Liter Wasser dazu. Dann kochen wir das Ganze einmal ordentlich auf, bis die Flüssigkeit sprudelnd kocht, und schalten dann die Herdplatte wieder aus. Das Wasser verfärbt sich innerhalb kürzester Zeit dunkelrot. Bevor wir den Saft weiterverarbeiten, lassen wir das Ganze bei geschlossenem Deckel noch circa eine halbe Stunde ziehen. In dieser Zeit wird der Saft noch dunkler und der Geschmack noch intensiver. Dann gießen wir die heiße Flüssigkeit durch ein Sieb. Falls ihr gerne mehr zum Thema Verarbeitung von Wildfrüchten und Selbstversorgung erfahren wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Wir passieren hier die Beeren nicht, da wir sie für Likör und Wein weiterverarbeiten wollen. Das zeigen wir euch dann in einem der nächsten Videos. Somit enthält der Saft wenig Fruchtfleisch und die Beeren stellen wir beiseite für ein anderes Rezept. Dieser Fruchtbrei enthält noch sehr viel Saft und kann auch zur Herstellung von Gelee genutzt werden. Mehr dazu, wie vorhin angekündigt, in einem unserer nächsten Videos. Als nächstes bereiten wir den Mahoniensirup zu. Dazu geben wir 300 ml frischen Mahoniensaft und 300 Gramm weißen Zucker in einen Topf und erhitzen das Ganze, bis es kocht. Aus diesem Sirup kann man dann beispielsweise eine Limonade machen, indem man den Sirup im Verhältnis 1 zu 10 mit Sprudelwasser vermischt. Durch die dickflüssige Konsistenz eignet er sich außerdem als Dessertsoße oder für Eis. Wenn der Sirup sprudelnd kocht, füllen wir ihn in eine mit kochendem Wasser ausgespülte Bügelverschlussflasche. Wir erhalten aus diesem Rezept ca. 0,5 Liter Mahoniensirup. Dann kochen wir noch den Saft ein. Dazu geben wir 1 Liter Mahoniensaft in einen Topf und dazu ca. 100 Gramm Zucker. Dann bringen wir die Flüssigkeit zum Kochen. Wenn der Mahoniensaft sprudelnd kocht, füllen wir ihn in eine mit kochendem Wasser ausgespülte Bügelverschlussflasche. Wie findet ihr diese Rezeptidee? Habt ihr schon mal was mit Mahonien gemacht? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Einen Teil des Saftes, der nicht mehr in die Flasche gepasst hat, vermischen wir dann gleich noch mit kaltem Wasser im Verhältnis 1 zu 1 und erhalten dann eine Mahonienschorle. Mit einer Prise Zimt und heiß getrunken ist das Ganze ein leckerer Punsch. Oder mit einem Spritzer Zitrone bzw. 3 bis 4 Blättern Zitronenmelisse und kalt gestellt ist das Ganze ein fruchtiger Eistee. Wir entscheiden uns jetzt für den Eistee. Was sagt ihr zu dieser schönen Farbe? Sollen wir als nächstes mit dem Mahoniengelee oder mit dem Mahonienlikör weitermachen? Schreibt's mir doch in die Kommentare. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis bald.